Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Wahnsinnsfahrt mit Zelda Classic. Jo, was haben wir gemacht? Wir haben einen Herzchenteil gefunden, das heißt, wir sind quasi im absoluten Vorteil gegenüber den ersten beiden Folgen, den ersten drei Folgen, wenn man es genau nimmt. Und außerdem haben wir eine Höhle gefunden mit einem alten Mann, in dem ein Schwert liegt, was wir nicht nehmen können, weil wir dessen oder dieses noch nicht handhaben können. Lange Rede, kurzer Sinn. Go, go, go. Und da ist sie auch schon wieder. Die Melodie, die uns allen am Herzen liegt. Ja, offensichtlich wird gleich, dass ich quasi mit drei Herzen starte, wo ich eigentlich vier hätte. Das heißt, jetzt ist es so, dass ich von Anfang an nicht mehr hier diesen ultra krass Scheiß hab. Naja. Tata. Babalabam. Und natürlich kommt gleich wieder die Nationalgarde, um mich zu empfangen. Und keiner droppt mir Geld. Ich brauche Geld, Freunde. Ich bin broke. Ich brauche Kohle. I need the money. Jawohl, und schon kann man wieder. Haha! Gegenstände mit dem Bumerang einsammeln. For the win. Da 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 da. Peng, peng, peng. Wird ja wohl irgendjemand mal ein bisschen Kohle für mich dabei haben. Ich bin in the need of money. Ach, Gott, hier mache ich auch immer den gleichen Fehler. Haha, jetzt. Kriegt ihr alle auf den Sack. So. Sonst noch jemand? Es ging hier oben so. Ach, die Kollegen. Die, wenn man genau hinsieht, eigentlich so aussehen, als hätten sie zwei Messer in der Hand und trotzdem irgendwelche Speere werfen. Wie missverständlich. Ah. Aiming. Irgendwie. Ich will mich nicht beschweren, aber ich habe das Gefühl, das Spiel läuft schneller als das letzte Mal. Ich bin mir nicht sicher. So rein, weiß ich nicht, so Framerate-technisch, aber. Haha, ja, kriegst noch eine. Naja, okay. Was ging hier nochmal? Genau, die Kollegen und natürlich mein Freund am Bildschirmrand. Mit dem Fable für Dauerbeschuss. Das habe ich schon das dritte Mal getroffen. Jetzt reicht's aber auch. Du, Mensch. Ich werde dich mit dem schlimmsten Fluchwort belegen, das mir spontan einfällt. Du Mensch. Du Humanoid. Oh ja. Du kriegst jetzt auf den Sack. Und gibst mir Geld. Da 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 da. Gott, immer mehr. Immer, immer mehr. Yeah. Hier kommt wenigstens mal ein bisschen Geld bei rum. Und ich werde nie, nie wieder in die Spielhöhle gehen. Nie wieder. Aua. Das war mir nämlich echt zu teuer. Aua. 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 Geld. Got some money. Bum, bum. Ach genau, hier komme ich irgendwie nicht weiter. Beziehungsweise. Hey. Hier müsste es eigentlich mal. Au. Irgendwie irgendwo was Flossen geben oder eine Tauchermaske oder weiß ja gar nicht, was, wonach ich suche. Irgendwas, damit ich mich im Wasser bewegen kann. Au, ich weiß beim. Ah, ich bin gleich tot. Ich weiß, im SNES-Teil gab es damals eine. Was ist das denn? Ein Dings. Ihr wisst schon. Ein Dings halt. Was gab's denn? Da gab's Flossen, genau. Die hat man irgendwie gekriegt, wenn man irgendwie in einem Pfad lang gegangen ist. Boah, das war knapp. Und dann der Typ. Dem Viech im Brunnen, nee, in der Quelle irgendwie 1000 oder so oder 999 und ganz viel Geld gegeben hat, ganz viel Rubine. Das waren noch Zeiten damals, als man sich die Sachen ehrlich erkaufen konnte. Und das war auch wieder relativ eng. Ja, ein Herz. Es hört auf zu piepen. Das sympathische Piepen hört auf. Gut, Pum, pum. Aua. Ja, das sympathische Piepen ist wieder da. Komm her! Jawohl! Oh, die Fee gibt gar nicht Vollenergie, sondern nur drei. Was? Mano. Toll. Bomben. Nicht, dass ich danach gefragt hätte. Oh, hier ist neu. Hier ist neu. Hier ist neu. Hier ist neu. Oh, und jetzt geht's los. Peng, 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 peng. Hier ist trotzdem neu.
Oh, das gefällt mir ganz gut, weil ich nicht weiß, wie stark diese Grünen sind. Ach, guck mal, wer ist er denn? Bam, 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 ich hab die coole Zeituhr. So, was haben wir denn hier für ein Scheiß? It's a secret for everybody? Oh, Mr. Nice Scheiß. Kann man da öfters reingehen? Ja, komm, tu nicht so, als könntest du dich wehren. Oh, na gut. 30 Rubine haben oder nicht haben. Diesmal haben sie wieder mit Amphetamin gemobbt, den auch. Haha. Aber leider haben sie nichts gedroppt. Drop the base. Ach, was? Es geht mir irgendwie um Keks hier, Leute. Wobei, die gehen weg. Ich konnte auch irgendwie hier mit dem... Wenn das auch nicht irgendwie nur einmal ging oder so, kann ich doch hier die Leute abfackeln. Das ist schon cool. Aber irgendwie kann man das nur total selten irgendwie... Jetzt kann ich schon nicht mehr benutzen. Weiß nicht warum. Ob ich das irgendwie aufladen muss oder so? Hier war ich auch noch nicht. Ihr seid doof. Na, okay, daneben. Ah! Fresst Fleisch, ihr Versager. Die lockt das an! Kann man jetzt hier mit der Rolle auch noch irgendwas machen? Das ist ja geil! Wie dumm! Stehen die da um das Fleisch? Aua! Oh Gott! Hilfe! Nein! Warum musste ich gerade in dem Moment eine Bombe legen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da hinkam. Oh, ganz außen rumrennen. Weil hier kann ich doch bestimmt auch irgendwie einfach hochgehen. Wollt ihr was für mich droppen? Vielleicht was Sinnvolleres als eine Fee? Nee, oder? Leck mich fett. Moment, kann man die hier niederbrennen alle? Jetzt geht das wieder. Das geht irgendwie nur einmal pro Screen oder so. Oder nur einmal alle 10 Sekunden, 20 Sekunden, eine Minute. Egal, gucken. Ich brauch das nicht. Lass mich in Ruhe. Ach, das bleibt jetzt offen? Cool. Und kann ich jetzt auch noch irgendwie andere Sachen fucken oder so? Moment. Boah, jetzt muss ich das... Ich kann doch... Oh Gott. Und das kann man irgendwie nur einmal benutzen, alle paar Ionen. Das ist doch voll dumm. Wie lange soll das dauern, bis ich hier irgendwie mal was gefunden habe durch Zufall? Hier, das da sie doch. Oh, nee, ey. Das ist doch voll Panne. So, Trial and Error geht doch gar nicht. Ach, wenigstens krieg ich Kohle. Aua. Aua. Frau Hansen, Sie sehen aber gut aus. Aua, aua. Nee, ich muss echt den Screen immer wieder wechseln, bis ich das wieder benutzen kann. Wie furchtbar. Nee. Toll. Boah. Wie furchtbar. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich dann irgendwie jetzt... Ob das so reicht. So halbherzig. Also so. Nee, das war ein Volltreffer. Ihr wisst, was ich meine. Ob ich da wirklich jetzt total adäquat zu 100% den Busch treffen muss? Oder ob das jetzt gerade so reicht, so halb angezündet? Nee. Das ist ja total bescheuert jetzt. Das ist ja auch totaler Gameplay. Das könnte spannender nicht sein. Ich laufe von Screen zu Screen und versuche Gebüsche abzufackeln. Toll. So, jetzt noch den da oben, dann bin ich hier schon mal fertig. Hurra, hurra. Ja, klasse. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich getroffen habe. Also wenn man jetzt da mal davon ausgeht, dass es hier so ein Einzelstehender ist und nicht irgendwie hier sowas in dem Gebälch,
Mann, Alter. Oh Gott. Es sind auch nur ein paar Büsche. Ah, Leute, ich habe hier zu tun. Ich bin gerade am Machen. Das ist voll dumm. Warum kann man nicht mit dem Ding Dauerfeuer machen? Dann ginge das einfacher. Was bitte hält einen davon ab, eine Kerze mehrfach pro Screen zu nutzen? Ich bin nicht einverstanden mit dieser Regelung. Bestimmt voll die Zeitverschwendung. Das war eben bestimmt der einzige Busch, den man irgendwie freilegen kann. Ja, okay. Pay me for the door repair charge. Na, das ist nicht. Ich. Also um die Sache kurz aufzuklären. Ich habe quasi seine Eingangstür abgefackelt in Form eines Buschs und er hat mir gerade 10 Rubine dafür abgezogen. Und mehr kriege ich hier nicht. Kann ich den hauen? Nein. Kann ich den abfackeln? Nein. Na toll. Lass mich raten, immer wenn ich da reingehe, zieht er mir das ab. Ach nee, er ist jetzt weg, okay. Ich nehme mal an, hier ist nicht nochmal irgendwas. Also fangen wir jetzt mal an, hier zu suchen. Habe ich den schon probiert? Keine Ahnung. Kannst mich mal. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt. Ich bin jetzt im absoluten Busch-Verbrennungsfieber. Also Anti eigentlich. Und ich habe schon wieder hier vergessen, wo ich schon probiert habe und wo nicht. Ist auch immer nicht so toll, so förderlich. Motivation, wo bist du? Da, da. Aber die Melodie bleibt geil. Dülüt! Feuer! Arschleckenfeuerwerk. Ja, die Minuten verstreichen. Die Folge wird von Sekunde zu Sekunde interessanter. Ich bin ja eigentlich ganz froh, diejenigen, die das spielen wollen. Ich kann es so weit eigentlich bislang nur empfehlen. Gott, oh Gott, oh Gott. Die wissen jetzt zumindest, wo sie hier einen Waldbrand entfachen müssen, um irgendwie weiterzukommen. Und müssen nicht stundenlang rumprobieren. Oh, verdammt. Au. Okay. Tada. So, nochmal hier. Auch nett. Da, 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 da. Ach, guck an. Was scheint es ja dann doch recht häufig zu geben. It's a secret to everybody. 10. Naja, okay. Cash haben oder nicht haben. Den hatte ich, oder? Scheiße. Ich gehe nochmal von vorne durch. Also, da ist nichts erwartungsgemäß. Und denkt dran, liebe Kinder, es ist unmöglich, einen Busch mit einer Bombe zu entfernen. Man muss dafür eine Kerze zur Hand haben. Nicht irgendwie ein Flammenwerfer, sondern einfach nur eine kleine Kerze. Ja, gut, das streicht. Dann streiche ich mal die Ecke hier von der Liste und dackel mal weiter hier hoch. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass in diesen Kollektivbüschen hier jetzt nicht auch irgendwas versteckt ist. So hier auf dem Screen könnte ich mir das zum Beispiel gut vorstellen. Aber das wäre im höchsten Maße... Au, assi. Brenn doch. Ja. Keine Ahnung. Hier oben nochmal lang. Hier mal versuchen, die komische Gebüsch abzufackeln. Alter, warum seid ihr so aggro? Warum kriege ich hier andauernd Feen? Nee, schon mal nett. Und den anderen nochmal eben fix. Oh, da sind auch nochmal 3, 5. Und natürlich die Fliegevieh, die ich hier kaputt kriege. Ach, jetzt... Könnte man fast behaupten, ich habe nicht getroffen. Komm, ich will's mal probieren. Hey, da ist auch schon mal nix. So. Das war definitiv ein Treffer und es hat nichts gebracht.
Okay, dann hier nochmal. Guck mal an. Oh, ich meine, es ist ja schön, dass ich Kohle kriege, aber... It's not that important. Ich würde lieber... Ich würde lieber, ja, irgendwie neue Fähigkeiten oder sowas gewinnen oder in meinetwegen auch eine Herzchenhälfte. Irgendwas Kreatives halt. Hier. Esst Fleisch. Sagt mir nicht, das funktioniert bei euch nicht. Scheinbar nicht. Sind zu schnell für Bomben. Die sind zu schnell für Bomben. Will ich euch wirklich noch plach machen? Oder guck ich lieber, ob ich noch irgendwo ein Gebüsch abwackeln kann? Das hat sich nicht wirklich... Das war nicht wirklich melodiös. Oh mein Gott, da drüben sind ja auch nochmal 3 Millionen Gebüschs. Da muss ich wohl darüber. Hier sind auch noch welche. Gut, aber erstmal muss wieder gepflegt gemordet werden. Gemeuchelt und gemordet. Bang! 3 in a row. So. Dann kann es ja losgehen. Bulle ich mich vor von rechts nach links. Zack. Da war nix. So, dann hier nochmal. Nice. Ja, okay. Danke, Supi. Ich weiß, wir sind Homies und so. Mann. Was geht hier so? Nix. Hier wird nicht geschossen. Und jetzt ist natürlich die nächste sehr interessante Frage ist, nur ein Secret pro Screen oder können das auch mehrere sein? Sprich, um die Frage mal komplett auszuformulieren, müsste ich jetzt hier die ganzen anderen Büsche auch noch durchtesten, worauf ich jetzt gelinde gesagt nicht wirklich viel Bock habe. Deswegen lasse ich es erstmal. Und werde mal sehen, ob nicht hier noch irgendwas ist, irgendwo. Also sie scheinen ja zumindest aufgedeckt zu bleiben, was ich schon mal extrem gut finde. Weil ich irgendwie keinen Bock habe, jetzt nachher auf Screens rumzuwandern. Die ich schon besucht habe, wo ich auch schon das Ding freigelegt habe und leg das dann nochmal frei und renn da rein und da ist einfach gar nichts mehr. Verdammt, der hat nicht gepasst. So. Aber mehr dazu in der Zukunft. Komm, den mach ich nochmal. Der hat gesessen, ist nix. Da. Wie nenne ich, dann habe ich ja quasi schon fast einen Folgennamen. Die Geheimgangfolge oder so. Oder sowas in der Art. So, hier scheint aber echt nichts zu sein. Die letzten mache ich noch. Ich glaube, oder habe ich die nicht schon? Keine Ahnung. Machen wir einfach nochmal. Gut. Und jetzt da, weil ich blöderweise nicht weiß, ob ich den hier vorne schon habe. Ich habe so ein schlechtes, extrem schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Okay, aber jetzt sind wir durch. Okay. Tidin. Danke. 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 Gib mir das. So. Nee, man kann echt nur einmal pro Screen, selbst wenn man die Waffe durchwechselt. Wie furchtbar. Furchtbar, so. Ungefähr hier. Nee. Auch nix. Gibt bestimmt nichts, weil da schon ein Höhleneingang ist. So. Und der letzte. Ach, was das auch immer ist, das muss ich auch gleich nochmal probieren. Nee. Gut, dann gucken wir nochmal hier. Buy something, will ya? Heute bin ich in Erkunderlaune irgendwie. Hä? Jetzt habe ich den einzelnen Pfeil? Das kostet mich ein Pfeil kostet mich einen Rubin. Er programmiert sowas. Also ich kann den Bogen. Achso doch, Bogen und Pfeil habe ich jetzt. Okay. Das ist ja total krass. Jetzt muss ich dafür Cash bezahlen für einen Pfeil. Ach Leute. Aua. Ich krieg auf den Sack. War der schon immer so schnell?
So. Aber du warst schon immer langsam. Ja, dann quasi hier bietet sich's ja auch nochmal an. Kann man das irgendwie... Komm, das ist so offensichtlich. Hier muss doch irgendwas mitgehen. Unfassbar. Oder ich habe noch nicht das richtige Item. Keine Ahnung. Ist hier so... Danke. Ach, komm. Irgendwo in der Nähe war auch nochmal so ein Ding, wo was fast nach Feenteich aussieht. Ja, komm, Spaß dir. Aber, da war keine Fee. Vielleicht kann man da auch irgendwie so ein Gebüsch niederbrennen. Da lief auch so ein Typ rum, so ein Assi. So ein roter Assi. Voll, der Vollrode, sozusagen. Da. Ja, gut, hätten wir das auch geklärt. Schade, dass man die Dinger nicht irgendwie markieren kann oder dass sie nicht automatisch markiert werden als definitiv keine Geheimnisse mehr oder so. Weiß ja nicht. Naja. Hier war ich schon. Mit ziemlicher Sicherheit. Ah, jetzt geht's nämlich los. Habe ich hier schon probiert oder nicht? Guck mal hier, wie das hier so aussieht. Ja, dann habe ich da probiert. Habe ich hier schon probiert? Ich wusste, dass das genau solche Züge annehmen wird. Scheiße. Ach je. Ich muss mir, ich glaube, ich muss gleich mal offscreen nach der Aufnahme mir das nochmal angucken und muss eine Karte malen. Und mir dann irgendwie einzeichnen, wo ich schon probiert habe und wo nicht. Ich habe jetzt echt keinen Bock. Nee, das ist... Doch, hier war ich auch schon. Au. Au. Autchen. Komm her. Na komm. So. Talala. Genau. Da war irgendwie... Keine Ahnung, was da war. Was machen wir da? Geld. Take the money and run. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Au. Aber nicht hauen. Ups. Mal wieder ein bisschen Acht geben hier. Ich brauche erste Hilfe. Nee, ausnahmsweise bräuchte ich mal kein Geld. Bräuchte mal... extreme... Healthcare. Yes! Genau, das meinte ich. That's exactly what I'm talking about. Bla bla bla, Mr. Freeman. So. Oh. Vienna. Gut, okay. Dann machen wir nochmal hier. Eins. Und dann da hoch. Also Nummer 3. Die teste ich jetzt aber nicht. Sondern. Mach hier nochmal The Roofs on Fire. Und da hat sich leider nichts ergeben. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier so richtig kameraaffin hin. Und, ja, zuallererst bedanke ich mich für eure Geduld, weil viel passiert ist jetzt wirklich nicht. Ich habe nur ein bisschen mit dem Feuer gespielt, wie das kleine Jungen nun mal gerne tun. Und, jo, ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem gewogen. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Geheimnisse. Aber definitiv erst in der nächsten Folge. In diesem Sinne... Macht das gut, haut rein. Bis zum allernächsten Mal. Und tschüss.